Wo bin ich? Julian? Julian? Scheiße. Wo bin ich hier? Ist das hier das Militär? Fuck. Und wieso? Ich hab jedenfalls schon eine Ewigkeit hier drin. Wie ich sehe, Sie sind schon wach? Ja? Die Stadt, wo ihr wart, das war Sperrgebiet. Kann schon sein. Wie seid ihr dazu gekommen, in diesem Sperrgebiet reinzulaufen? Genau genommen wollten wir ein Heilmittel herausfinden gegen das Virus und wie. Vielleicht Pläne oder irgendwas entdecken, wie wir die Aliens bekämpfen können oder eine mögliche Invasion aufhalten können. Ja. Erzählen Sie mehr. Wollen Sie wirklich alles wissen? Ich will alles wissen. Okay. Es begann damit, Sie kennen doch noch die Geschichte mit der Evakuierung, wo das Virus ausbrach, oder? Ja, die Geschichte kenne ich noch. Auf jeden Fall, während der Evakuierung ist ein Chaser in unser Haus eingedrungen und hat meine beiden Töchter infiziert. Okay. Doch irgendwie glücklicherweise konnte ich die komplette Infizierung mit irgendwelchen Gegenmitteln von der Apotheke oder so verhindern. Und irgendwie wurden sie immun gegen das Virus. Also die Instinkte wurden einfach nicht ausgelöst. Die wurden nicht verändert. Das sind auch die normalen Instinkte von Menschen, aber äußerlich sehen sie halt aus wie Chaser. Sie sind sozusagen halb Mensch, halb Chaser. Und dann habe ich beschlossen, ich kann mit denen nirgendwo hin. Sie werden getötet. Also musste ich in der Stadt bleiben. Und dann sah ich, wie so ein Flugobjekt am Himmel abstürzte. Und dann entdeckte ich erst Julian und brachte ihn zu meiner Basis. Und später sah ich auch noch Cody, nahm ihn auch mit zu meiner Basis. Und die beiden haben mir dann erklärt, dass die herausfinden wollen, was sich eigentlich alles mit den Aliens, also wie sie die Aliens bekämpfen können, vielleicht ein Heilmittel gegen die Chaser finden können. Und ich habe ihn dann meinen beiden Töchtern gezeigt und dann sah ich auch, dass meine Töchter gegenüber Fremden total normal wirkten. Zwar eingeschüchtert, aber total normal. Und das war eigentlich der Beweis, dass es Hoffnung gibt, ein Heilmittel zu finden. Und dann machten wir uns auf und erkundeten die Stadt. Und dann fanden wir den Sohn von Cody, Zack. Ihm ging es auch noch gut, aber seine Mom ist verstorben. Und okay. so waren wir dann insgesamt zu sechs unterwegs. Und irgendwann entdeckten wir was Seltsames auf einem Gebäude. Und dann stiegen wir hoch mit dem Helikopter, den wir wahrscheinlich von ihnen entwendet haben. Und sahen oben auf dem Gebäude dann so ein komisches Raumschiff. Was Alienartiges auf dem Dach. Ja. Wir gingen rein und dann fanden wir einen verrückten Professor, der irgendwas von Gegenmittel laberte. Ja. Später, als wir uns trennten und ich Julian wiederfand, erzählte er mir, dass der Professor ein Heilmittel gefunden hat. Er hat ihm, glaube ich, 2 Exemplare oder so gegeben. Und wir haben auch noch im Raumschiff Pläne gefunden von den Aliens. Was für Pläne? Strategiepläne, wie die Aliens eine Invasion hier vorgehen wollen. Die Aliens wollen die Erde erobern. Sie wollen sie vernichten. Und das soll es ihnen glauben? Nicht sollen, müssen. Müssen? Und auf jeden Fall, wo ist Julian? Den Julian, den haben wir in ein anderes Gefängnis gelagert. Scheiße. Wahrscheinlich sind die Gegenmittel noch bei ihm. Wir haben ja?
Wir haben ihn noch nicht durchgesucht. Eine Frage. Ja, bitte? Wissen Sie vom Krieg? Ich hab davon mitbekommen. Aber auch vom Krieg der Aliens? Dass sie uns erobern wollen? Die Invasion, wissen Sie was davon? Ich weiß nur stückchenweise was davon. Ja, und wir wissen eine ganze Menge. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie mir helfen, meine Freunde hier hinzuholen. Sie müssen mir Zeit geben. Ja. Zeit geben, Bitte, vertrauen Sie uns. In dieser Lage, es ist doch scheißegal, wer wir sind oder was wir gemacht haben. Wir gehören alle zu einer Rasse. Wir sind alles Menschen. Ist doch scheißegal, ob man Asiate, Europäer, Franzose, Ägypter, Albaner oder sonstiges ist. Wir sind alles Menschen und wir haben einen großen Feind. Und die sind da oben. Da oben, irgendwo im Weltall. Ja, so ganz genau. Verstreut. So ganz genau. Und die wollen es vernichten. So ganz genau weiß ich nicht, ob ich euch trauen soll. Sir. Bitte. Es geht nicht nur um alle Menschen, es geht auch um meine Töchter, die da draußen sind. Und wenn sie selber welche hätten, dann wissen sie wahrscheinlich, was das für ein Gefühl ist. Machtlos zu sein. Kann euch ja eine Stunde Freiraum geben. Und damit ihr. Ja? Damit ihr das Gegengift einwirken könnt. Okay. Oder sollen wir es eher so machen, dass sie uns halt die eine Stunde Zeit geben und ich bringe einfach alle meine Freunde hier hin. Dann, Julian, lassen sie auch nach hier hin transferieren. Dann haben sie das Gegenmittel. Und dann haben sie uns allen und dann haben sie die Pläne. Und dann haben wir eine Chance, gegen die da oben zu gewinnen. Das hört sich gut an. Das heißt, der Timer läuft ab jetzt? Der Timer läuft ab jetzt. Corporal, Sie müssen den Mann einen Heli zur Verfügung stellen. Ich besorge die Koordinaten und werde mich darum kümmern, wo Sie den hinfliegen sollen. Die Koordinaten sind CZ1234XY. Haben Sie es verstanden? Okay. Wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. Okay, abgemacht.